Servus Leute, willkommen zurück zu Super Mario Origins 2 im Level Absolutus. Klingt irgendwie Latein, nach Latein. Weiß aber nicht, ob das wirklich Latein ist. Das hat so ein, ihr wisst schon, so Flavius Aetius, so römisch eben. Die Amtssprache der Römer war ja damals Latein. Und Latein ist ja auch eine wichtige Sprache, zum Beispiel für die Medizin. Ich studiere nicht Medizin, weil... was war das gerade? Weil erstens finde ich es... Naja, ich finde es nicht langweilig, aber... Ich habe kein Interesse für Medizin und es wäre mir auch viel zu schwer, ganz im Ernst. Außerdem könnte ich sowieso nicht, weil... mir macht es zwar nichts aus, Blut zu sehen, aber spätestens, wenn ich mitbekomme, egal ob durch Sehen oder Hören, wie sich jemand übergibt, dann ist es bei mir vorbei. Weil das verkrafte ich gar nicht. So. So ein Arzt, nee, die ganze Zeit in Weiß rumrennen. Das ist nicht so meins. So, wir haben gelernt, diese Castlevania-Viecher, was in Wirklichkeit nur Ninjas sind, kann man töten. Oh. So war das nicht geplant. Ich wollte, ja, ich dachte, ich sterbe jetzt, weil ich das Timing verhauen habe. So, du. Gut. Ich muss da immer ein bisschen aufpassen, weil irgendwie bin ich zu blöd. So. Ich warte immer ein bisschen länger, weil irgendwie irritieren die Flammen mich. Alles klar. Pilz. Perfekt. So könnte ich ganz leicht zwei Pilze bekommen. Wow, ich wäre fast dumm gewesen. Kann man auch das Vieh auch ohne Spinjump? Ich traue mich nicht. So, hier einfach stehen bleiben, genau. Nein, beeilen. Genau, auf den. Achso, das ist ein Rex. So, gekillt. Okay, man kann nicht drauf. Ich wollte es nicht testen, aber das war ein Versehen jetzt. So. Oh, da muss ich mich beeilen, das ist das Problem. Ich bin eigentlich jemand, der solche Level sehr langsam angeht. Nicht rushed. Weil rushen bringt bei solchen Leveln nicht viel. Es hat geleckt. Es leckt! Ihr habt's gesehen. Ihr habt's alle gesehen. Dieser Tod ist nicht auf mein Konto gut zu schreiben. Ich hoffe ernsthaft, dass Final hier keinen Death Counter macht. Wie in Donkey Kong Country 3. Und falls er einen macht, dann verlange ich, dass dieser Tod nicht gezählt wird. Wow, wow. Das geht sogar. Wow, das war aber knapp. Aber in Donkey Kong Country 3 macht dann der Death Counter. Da bin ich jetzt, glaube ich, bei 51 Toten. Im letzten Part hatte ich 8 Tote, soweit ich es mitbekommen habe. Bin ich ja schon ein bisschen übel, dass ich so ein Abkrampfer bin. Ja, Abkrampfer ist ein Wort. Aber, naja, ich spiele ja auch zum ersten Mal. Also darf man da nicht gleich No Death erwarten. So, du. Gut. Muss da immer abwarten, weil ich Schiss hab. Ah! Ich hab mich schon tot gesehen. Gut. Das war auch. Eigentlich ist das alles gut machbar hier. So, der auch, ja. Der kann gar nicht anders als sterben. Hier schnell sein. Genau. Den killen und hoch. Hier warten. Gut. Hier Spin Jump. So, der da.
Zack, killen. So, und jetzt muss ich schnell sein. Genau so wollte ich es eigentlich. So, zack. Warum seid ihr eigentlich Marios? Ist das Mittelpunkt? Geil. Ich tarne mich. Ich bin einer von euch. Nee, bin ich nicht. Ich töte euch. So. Ups. Ich dachte für einen kurzen Moment, du kannst runterfallen. Nee. Okay, der wieder. Gut. Nimm's. Hau ab. Ich hab was in der Nase, nicht jetzt. Hau ab. Was guckst du so doof? Oh. Da. Boah. Blödes Haar in der Nase. Hör auf, Boomerangs zu schmeißen. Bist du in Australien? Ja, herrlich. Wenn der mich jetzt killt. Ich weiß nämlich nicht, ob ich auf den draufspringen darf. Wahrscheinlich nicht. Bam! Bombe ins Gesicht. Was ist das für ein geiler Bowser? Ein Wort, ist klar. Weg da! Oh. Der Bowser sieht aber geil aus. Komm her! Na, ja, dann warte ich. Ich warte einfach. Ich warte. Bei solchen Spielen schnell zu machen ist... Ja! Ist dumm. Verdammt. Egal, lieber mal noch ein, zwei Minuten länger warten. Das macht den Bra... Wow, ich bin saudämlich. Was war das denn gerade? Aha, ich bin... Bitte stirb! Nein! Danke, Spiel. Für nix. Natürlich. Oh. Ich kann es eigentlich schon wieder vergessen, oder? Egal. No risk, no fun. Hier. Oh, ich habe erstmal voll weggeballert. Da ins Gesicht. Auch wenn er immer so guckt, als ob ich ihn in den Rücken klatsche damit. Komm, jetzt no hit run hier. Alle. Au. Klingst du... Wobei, kann es sein, dass du Birder bist? Ja. Oh. Und du bist... Osto. Birdo, Osto. du bist... Wart. Aha! Ja, leg die Bombe vor ihm hin. Vielleicht ist er blöd und rennt rein. So. Nochmal. Autsch. Aber er hat auch gelitten. Oh, ich wollte dazwischen durch, das ging aber nicht. Okay, okay, ich mach langsam. Ich hab's verstanden. Gut. Dann eben jetzt auf die ganz langsame und die ganz billige Art. So. Ist mir egal, wie lange ich hierfür jetzt brauche. Dafür habe ich den Boss Rush ganz gut hinbekommen. Ach komm. Boom, auf den Kopf. Von oben regnet es Bomben. Nimm doch den. Gut. So, warten. Spuck du mal. So, die explodiert. Das macht aber gar nichts. Jetzt spuckt er nochmal, weil er meint, er ist der allergrößte King. So, ins Gesicht. Und warten. So, auf deinen Schädel, auf deinen hässlichen. Ja, genau. Ich warte eine Runde. Weil der kann nicht mal zielen. Der hat so viel geschossen und trifft mich nicht mal. Ich bin doch echt ein Honk. Okay, warten. Wenn er schießt, okay, runterlassen. Perfekt. Alles klar. Shit. Nein, nimm's doch! Nimm doch! Kack! Ja! Kack! Das gibt's nicht. Das ist einfach. Und ich stelle mich so
doof an. Das ist scheiße einfach. So. Ich prophezei es. Jetzt werde ich es schaffen. Genau jetzt. Jetzt wird der Run, wo ich es schaffen werde. Ja, wenn der das Ding nicht aufsammelt. Au. Macht auch den Sound, also ich jetzt gleich checken sollen, dass das Birdo ist. Da. Ist mir egal, wie lange ich an denen jetzt sitze. Ist mir scheißegal. Die Musik passt zwar überhaupt nicht als Bosskampfmusik, aber es ist mir ebenfalls scheißegal. Ich habe jetzt keine Lust, einen anderen Soundtrack reinzuhauen. Ich hätte zwar hier Xenoblade Chronicles 3, hier die Chain Attack. Das wäre jetzt so das Lied, das ich als nächstes nehmen würde. Aber okay. Das war dreckig. Das Problem ist, wenn er nochmal sowas macht, sterbe ich. Aha, mach doch! Das ist dumm! So, zur Strafe kriegst du eins mit. Und noch eins. Ha, nur eins geballert, du Loser. Ja, haha. 3 zu Preis von 1. Oh, oh. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Okay, einmal versuche ich es noch. Wenn es jetzt mit dem Soundtrack nicht geht, gibt es Xenoblade. Ich weiß, tut mir irgendwie leid, weil ich die ganze Zeit irgendwelche anderen Soundtracks reinhaue, aber da kann ich mich nun mal besser konzentrieren. Und zu Soundtrack von Xenoblade sagt Final ja auch nicht nein, nicht wahr? Ja, in die falsche Richtung gebombt. Ich frage mich, ob ich den Boomerang nehmen kann. Das soll ja dann anscheinend ein Birdo-Geschoss sein. Hallo! Renn rein! Oh, ich mach keinen Schaden, schade. So. Ha! Shit! Hör auf! Muss ihn hinhalten. Ah, dreckig. Noch dreckiger. Ah, toll. Was? Die Bombe steht noch da? Ist die nicht gerade in die Luft geflogen? Oder ist das eine neue? Hier! Und da! Double! Das war's! Jetzt kommt aber noch was, oder? Cast Gallery für dieses Level. King Absolutus, okay. Chuck. Panzer, ja, so heißen die Viecher. Military Cooper, keine Ahnung, ob es den wirklich gibt. Chain Chomp. Skeleton. Rex Mario. Boomerang Bros. Phantom Bowser. Ich will da rechts lang. Oh. Der King ist da. Vielen Dank, du hast meinen Zauberstab und mein Schloss zurückerobert. Als Belohnung bekommst du meine wertvolle Glaskugel im Raum hinter mir. Ich habe das alles für eine Glaskugel gemacht. Hey. Toll. Kommt jetzt Cast oder kommt noch was? Mario-Verwandlung. Yay. Für das letzte Level brauchst du Mario. Ohne Mario wirst du sterben. Ich bin Mario. Und ich schwitze wie eine Sau. Ah, es ist so herrlich. Überhaupt nicht. Lass mich raten, jetzt kommt Boden oder Mauern. Cast Scroll. Okay. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, alles klar. Weg mit dem Controller und ich brauche einen Schluck, ganz im Ernst. Ah, Luigi. Gut. Gekühlt ist das immer noch am besten. Hallo Peach. Schade, dass es nicht Daisy hier gibt. Die finde ich 100-mal besser und sexier vor allem. Ja, ich nehme... Wow, so viele Yoshis. Viele, viele bunte Yoshis.
Ich nehme mal an, das war's. Mein Resümee zu dem Spiel. Ich mag es. Ich habe mich auch oft aufgeregt. Es tut mir leid. Ich habe auch oft... Keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Ich habe auch oft andere Soundtracks verwendet. Von zum Beispiel Xenoblade, von Danganronpa. Auch von Halo. Es tut mir leid, dass ich das getan habe. Und Zelda verpennt den ganzen Cast. Tut mir leid, dass ich das getan habe, aber... Es ist mir einfach wichtig, dass ich so ein Spiel auch bei guter Laune spiele. Und so ein Spiel wie das hier, das lädt einfach dazu ein, dass man auch mal einen anderen Soundtrack verwenden kann. Nicht so wie zum Beispiel eben Xenoblade Chronicles. Da ist das nicht möglich. Oder es würde zumindest sehr befremdlich sein. Okay. Jedenfalls, mir hat das Spiel gefallen. Es hat... gute Ideen, es ist stellenweise fordernd, ja. Und ich freue mich sowas von auf den dritten Teil. Das wird herrlich. Ich werde den dritten Teil auch gleich anfangen. Beziehungsweise ich werde nur einmal kurz in Coldies Chat sagen, Origins 2 ist fertig, gleich an Origins 3 ranmachen, haha. Ich müsste eigentlich ganz im Ernst Hyper Dimension Neptunia aufnehmen. Aber hehe. Scheiß drauf, ich habe auf das hier gerade viel mehr Bock. Es war sowas von die richtige Entscheidung, die Origins-Reihe nach der Danganronpa-Reihe zu machen. Ich glaube, das geht irgendwie über, dass die eine Reihe die Coolness in die andere Reihe mit weiterträgt, weil das war ja bei der Tales of-Reihe auch so, also von Tales of zu Danganronpa und von Danganronpa zu Origins. Dann muss ich mir eine coole Videospielreihe überlegen, die ich nach der Origins-Reihe machen werde. Was gäbe es denn da? Okay, das ist Zelda-Musik. Ich wüsste nicht, was für eine Reihe ich machen könnte. Vielleicht ein paar Mario-Spiele, aber naja, Super Mario Galaxy. Donkey Kong Country Returns will ich machen. Ratchet & Clank will ich weitermachen, also Ratchet & Clank 2. Es gäbe eigentlich so viel, was ich noch machen will. Oh, ich dachte, das wär's. Ich habe schon den Controller in die Hand genommen. Nein, ich hasse dich. Ich habe auf jeden Fall noch viel, viel vor. Und ich habe vor allem immer noch kein Thumbnail für das Spiel hier. Aber ich glaube, wobei, ich habe mir überlegt, ob ich Mother Brain reinklatschen soll, aber irgendwie würde das jetzt keinen Sinn ergeben. Oder? Mother Brain war der Hauptgegner im ersten Teil. Oh Mann, das habe ich echt dumm gemacht mit dem Thumbnail. Ich meine, noch ist... Wobei, Origins 1, ja, das Thumbnail habe ich schon gemacht, verdammt. Sonst hätte ich es geändert und hätte Mother Brain im ersten Thumbnail reingepackt und hier... Und hier dann Bowser oder so. Es wird zumindest mehr Sinn ergeben. Aber was soll's, dann... Muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Irgendwas fällt mir bestimmt ein. Und wenn nicht, einfach Mother Brain. Punkt. Wird schon passen. Ist ja nur ein Thumbnail. Ich meine, ja, ich will sie schon etwas besser gestalten, damit sie eben auch zum Spiel passen. Oh, ich liebe diese Viecher. Vor allem ihr Sound so. Ich liebe es. Und, ich freue mich echt auf den dritten Teil. Ich freue mich auf die Soundtracks, die dann zu hören sind. Auch wenn ich viele Soundtracks, die ich eigentlich hören will, nicht hören kann. Hust, hust. Wobei, ich hoffe natürlich auch, dass einige Zelda-Soundtracks dann mit dabei sind. Von zum Beispiel Twilight Princess. Vom Waldtempel von Twilight Princess. Oh mein Gott. Das wäre der Hammer. Das wäre so geil. Schade, dass ich so unglaublich dumm bin und SMBX-Maker nicht verstehe, weil ich würde so gern geile Levels gestalten, ich würde so gern geile Musik reinklatschen und Kohle und Final zum Fraß vorwerfen. Also natürlich würde ich es auch human machen, weil so Kaizo-Dinger sind nicht mein Ding. Die mag ich nicht so. Aber einfach, damit sie Soundtracks hören von Spielen, die sie im Normalfall niemals anfassen würden. Vor allem Final, weil... Ich bezweifle sehr stark, dass Final irgendwann mal Halo zockt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, vor allem bei Xbox. Das gibt's nun mal nicht. Oder Tekken.
weil Tekken ist ja auch PlayStation, später Xbox und dann kam es irgendwie auf alles raus, was ich leider dumm finde, aber okay, so ist die heutige Zeit normal und die heutige Zeit ist normal nicht so super. Vor allem auch wegen den Preisen, die Spritpreise gehen jetzt wieder nach oben, dann dieses ganze oh, frauenfeindlich, du, und Gegendere und was weiß ich nicht alles. Die Welt ist einfach nicht mehr so gut wie vor 20 Jahren. Als ich noch ein Kind war, da war die Welt tatsächlich noch in Ordnung. Ich weiß, das klingt jetzt, als ob da ein alter Mann reden würde und tue ich auch, bin ja auch in gewisser Weise, aber es ist trotzdem nun mal so. Wenn man das mit damals und mit heute vergleicht, dann ist das echt ein Riesenunterschied. Und du schießt aus deinem Nacken. Aber das würden dann meine Kinder, wenn ich irgendwann mal welche hätte, was ich hoffe, würden es dann auch sagen. Vielleicht, weil man als Kind so die Welt der Erwachsenen wirklich nicht wirklich mitbekommt. Oder sich nicht dafür interessiert. Als Kind hat man andere Interessen. Nicht sowas wie Politik oder so. Hallo, Mother Brain. Vielleicht kommst du aufs Thumbnail, auch wenn es irgendwie nicht passt. Und da hat man nochmal Ward gehört. Hör auf, Ward! Der geht mir auf den Sack. Ah, jetzt nochmal. Okay. Wieder Controller weglegen. Oh, ich schwitze wie eine Sau. Es tut mir so leid. Warum entschuldige ich mich, wenn ich so schwitze? Verstehe ich nicht. Ja, Final Level Gamer. Ja, Final Trash. Was? Da muss Mental Green stehen, da muss Final Reloaded stehen. Aber ja, damals Final Level Gamer, ist klar. Lass mich raten, da kommt auch irgendwann TK Chase 7 oder Blue Tower oder keine Ahnung, wie der heißt. Weil der hat ja, soweit ich weiß, so einen Hintergrund von so einem Schloss gemacht. Oder so, keine Ahnung. Zumindest habe ich das von Final gehört. Oder besser gesagt, er hat es unterm Kommentar von Coldy reingeklatscht. Oder Bexy oder wie auch immer. Power of Darkness und of the Son of His Love. Wenn ich mal Love empfangen würde, aber nee, tue ich nicht. Niemand liebt mich. Stattdessen wünschen mir einige Leute sogar einen Tod. Was ich dumm finde. Aber naja. Ist nun mal leider so. Dass ich es nicht jeden recht machen kann, ist mir schon klar, aber das ist nun mal übertrieben. Ich wünsche niemandem den Tod. Nicht mal Adolf Hitler. Obwohl er mehr als genug getan hätte. Aber okay. Das ist wieder ein anderes Thema. So, Super Mario Bros. X. Super Mario Origins 2 ist vorbei. Als nächstes folgt Super Mario Origins 3. Das werde ich auch gleich aufnehmen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Jedenfalls das war Super Mario Origins 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann gleich bei Super Mario Origins 3 wieder. Und bis zum nächsten Mal wieder. Pfiat euch.